Herzlich willkommen am besten Dienstag in der Woche. Herzlich willkommen zur erotischsten Webshow auf YouTube. Herzlich willkommen zu Wohnzimmer. Yo, meine Freunde, was geht ab da? Yo. Ja, im Kinderzimmer. Ja, habt ihr schon abgeschlossen? Guckt ihr jetzt heimlich www. Ja, meine lieben Freunde, es ist wieder ein neuer Dienstag. Ein neuer, toller Tag. Ich habe natürlich wieder Gebäck am Start. Und diesmal ist es der weltbekannte Marzipanstriezel. Und Benni, guck mal, durch diese schönen, dicken, fettigen Lagen möchte man am liebsten seine Zähne reinschlagen und mal richtig Dienstag sein lassen, ne? Und Daumen hoch für Marzipan. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf unsere Instagram-Kanäle hinweisen. Da seht ihr gerade auf allen drei Kanälen ein tolles Bild. Heute vor einer Woche, Benni, hat ein YouTube-Star mal wieder Geburtstag gehabt. Oh, wer denn diesmal? Heute vor einer Woche hat Luca, aka Concrafter, Geburtstag gehabt. Er hat seinen 22. gefeiert. Ja. Der stinkreiche Schönling hat es zwar wieder geschafft, ein Jahr wieder rum. Luca, Happy Birthday nachträglich. Happy, Happy Birthday, Happy Birthday. Da schwitze ich aus den Augen, wirklich. Echt? Ihr seid natürlich jetzt an der Reihe. Schreibt eure Glückwünsche an den lieben Luca jetzt in die Kommentare. Natürlich alles nachträglich, denn das bringt Unglück. Genau wie Füße auf dem Tisch oder Kondome. Über den Kopf. Über den Kopf. Das bringt alles Unglück. Das bringt alles Unglück. Sammy Slimani kann sich nicht nur wunderbar anziehen, nein, der Sammy Slimani, der kann sich auch wunderbar ausziehen. Er hat sich nämlich größtenteils aus YouTube Deutschland herausgezogen. Eieiei. Auf Sammys Kanal kam wochenlang kein Video. Dabei hieß es in der Kanalinfo doch: I promise, I won't leave. Sammy, wir hätten dir wirklich alles zugetraut. Dass du zum Beispiel wirklich davon überzeugt bist, dass deine Schwester singen kann. Oder dass du Karl Lagerfelds nächste Muse wirst. Und sogar, dass du heterosexuell bist. Aber das, Sammy, das geht gar nicht. Du bist ein Lügner. Lügen haben kurze Beine und ich stehe auf kleine Frauen. Ein nicht durch Zwangsgebühren finanzierter YouTuber hat uns gezwitschert, dass man auf YouTube so im Januar, Februar vergleichsweise weniger verdient. Vielleicht deswegen die Videopause, Sammy. Aber, Sammy, komm, ist egal, schwamm drüber. Viele Sammy-Nators vermissen den bloggenden, baumlangen Beauty-Guru und wollen ihn zurück. Aber halt, lest mal hier, es gibt Hoffnung. Der liebe Sammy hat getweetet, dass er bald zurückkommt. Guckt euch das hier mal an, ey. Guck hier, der Tweet, ja, lest ihn ruhig durch. Also wirklich. Keine Ahnung, vielleicht hat Sammy ja mittlerweile schon ein Video hochgeladen. Man weiß es nicht. Falls nicht, vermisst ihr Sammy? Seid ihr Sammy-Nators oder Sammy-Haters? Schreibt jetzt in die Kommentare. Jetzt nicht nur Tanzis Speiseröhre, nein, auch die YouTube-Trends werden regelmäßig von Müll geflutet. Seit neuestem schleichen sich illegale Raubkopien in die Trends. Und es handelt sich hauptsächlich um Ausschnitte von Berlin Tag und Nacht und Köln 50667. Das ist doch deine Lieblingsserie, oder? Ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang Köln gesuchtet. Köln, sagt man in der Szene, Köln gesuchtet, ja. Früher hat man illegal echte Blockbuster oder Dollybuster raubkopiert. Und heute wird Trash-TV gerippt und steigt in die Trends ein. Also das ist für uns der Fail der Woche. Verfeinern wir diese Sendung mit einem leckeren Erfolgsrezept. Aber Achtung, schwer verdaulich. Das Erfolgsrezept der Prank Bros. Man nehme 2 Eier, Köpfe, 10 große Pranken voller Pranks, viele, 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 viele Challenges, wenig, 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 wenig Hirn und 3 Liter Sauce Hollandaise aus der Tüte. Und das mischt ihr alles zusammen. Ein wunderbar leckeres Gericht, das absolut nach Erfolg schmeckt. Freunde, was sagt ihr zu den Prank Bros? Ich habe bis jetzt nur Negatives gehört, ja. Was sagt ihr zu deren Content? Findet ihr sie cool, uncool? Bitte in die Kommentare hauen und ich diskutiere da auch gerne mit. Ja, ihr seht's, ich antworte direkt auf Kommentare. Yo, wieder Dennis am Start und heute gibt's einen neuen Vlog. Wir machen den größten Sushi-Bag der Welt. Benni, ich muss gestehen, ich bin super gerne Influencer. Aber auch Influencen will gelernt sein. Es ist nicht so einfach, wie sich das manche Trottelköpfe da draußen vorstellen. Ich zeige euch heute mal ein paar Beispiele, wie man Sponsored Post lieber nicht machen sollte.
Die Nova Lana Love, die kennst du sicherlich auch. Kenn ich auch, vom Hörensagen. Jetzt guck mal auf das Bild. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du bist eine Marke und du möchtest ein Produkt bei dem Superstar Nova Lana Love platzieren. Mhm. Erkennst du da, um was es geht? Um Blumen. Denkst du? Denke ich. Ja, es geht um Sonnenblumen. Nicht ganz. Wenn ihr mal ganz unten nach links guckt und jetzt den Text dazu seht, bei diesem Foto geht es nämlich um Malibu rum. Okay. Also als Kunde wäre ich ein bisschen enttäuscht. Ja, geht gar nicht. Aber ich laufe auch, immer in so einem Korb, mit so einem Korb durch die Gegend mit der Flasche Malibu. Aber statt Ananas und Blumen sind bei dir Pfandflaschen drin, ne? Schau dir mal das Bild von der lieben Doro an. Die Frau macht Werbung für ein tolles Spiel, für den Nintendo Switch Wii U. Da gibt es so tolle Spiele. Genau. Was fällt dir da auf? Dass sie ein gelbes Top anhat und ihre Taille ziemlich dünn ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber sie hat einen PlayStation-Controller in der Hand. Das Spiel wird quasi auf einem Mac gezeigt. Das heißt, es ist einfach nur ein Screensaver. Irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Da hat die Doro sich nicht so richtige Gedanken gemacht um das Produkt. Fail. Cinderella. Wofür macht Cinderella Werbung? Du siehst jetzt nur das Bild und ihr auch natürlich da draußen. Wofür macht Cinderella Werbung? Für ein Bikini. Ja, habe ich natürlich auch gedacht. Nein, jetzt sehen wir mal den Text dazu. Cinderella macht Werbung für ML-Finanzierungsberatung. Und ich glaube, sie hat einfach gesagt, ich nehme ein Bild, was klickmäßig toll ankommt. Irgendwo poste ich dann quasi sponsert rein. Auf jeden Fall. Fail. Und Ben, jetzt habe ich was für dich. Du bist ja so ein toller Photoshop-Freak. Ja, klar. Man kennt das ja, man ist im Urlaub oder man ist nicht im Urlaub, man möchte aber sagen, man ist im Urlaub und möchte das verbinden mit einem tollen Placement. Dann kommt sowas dabei raus, Benny. Ja. Sagt dir Angelina Heger was? Nein. Sie macht auch immer Placements, du siehst das Bild auch und dann kannst du immer so sehen, was denkst du, wofür sie Werbung macht? Kann eigentlich alle für Smoothie. Kann sein, ja. Smoothie. Leider, jetzt sehen wir den Text, erfahren wir das nicht so ganz, denn die Bildbeschreibung ist einfach nur Werbung. Also man weiß ja nicht mehr, wofür Werbung, keine Verlinkung. Ist ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Ja, aber Angelina Heger, Fail. Es gibt auch ganz viele Homepages im Internet, die diese Bilder natürlich anbieten. Zum Beispiel Perlen des Influencer-Marketings. Und das sind natürlich alles Perlen. Schreibt uns mal eure Meinung zu den Sponsored Posts hier in die Kommentare. Wenn ihr vielleicht selber Beispiele kennt, wo das ein bisschen schief gegangen ist, postet mal den Link auch unten rein oder sagt auch, welche Profile ihr das gefunden habt. Wir werden das dann recherchieren. Wir gehen in die Endcut in 3, 2, 1, los. Morgen um 17 Uhr gibt es für euch die 5 heißesten YouTuber-Bärte. Und hey, Mann. Klasse. Mann, weiter. Was geht's am Tag danach? Am Donnerstag um 17 Uhr haben wir Behind Robin Blase und einen tollen Medienanwalt bei uns zu Gast. Und wir werden über das Thema Product Placement sprechen. Passt hier zu der heutigen Sendung. Und am Sonntag? Am Sonntag kommt ein Hater-Interview mit Julia Butix. Geil. Auf Holz, bald wiedersehen und farewell.